Yo, meine lieben kleinen Boys da draußen, heute geht's wieder ab mit einer neuen Folge von Subnautica und heute die Überschrift: Der Umzug, warum, weshalb? Ganz einfach. Wir haben unseren Zyklopia gebaut und der Kevin übrigens auch, der ist auch mit dabei, nicht zu vergessen. Hello, Hi. Augen. So, wir haben unseren Zyklopen hier fertig gebaut, er schaut nice aus, ich habe die Farbe auch geändert und ihr seht, unsere Base ist weg. Sie ist weg. Nicht, weil wir in den Zyklopen umziehen, sondern weil wir woanders hinziehen. Aus bestimmten Gründen halt eben, weil ich nicht über Bock habe, da runter zu fahren. Das dauert ewig, bis man da unten ist. Und Strom. Und es verschluckt Strom, ohne Ende. So, da wir leider bloß eine Sache mitnehmen können, muss unsere Motti derweil hier oben bleiben. Wir holen sie aber dann später nochmal ab. Also das ist kein Problem, wir werden die später nochmal abholen. Wäre es aber dann nicht klüger eigentlich... Na, passt schon. Egal. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal den Innenraum, bis Kevin fertig ist, weil wir wollen ja an den gleichen Ort ziehen, dass wir uns wieder gegenseitig helfen können. So, dann jetzt gehen wir erstmal hoch. Weil unten hat sich nichts getan und machen die Innenbeleuchtung an. So, hier oben hat sich schon einiges getan, wie man sehen kann. Ich habe für alles vorgesorgt. Für Energie, dass ich meine Batterien aufladen kann, für Energie so gesehen. Da muss ich aber noch ein, zwei Upgrades dazu hängen, dass ich auch meine Energie sinnvoll aufladen kann jedes Mal. Einmal eine Modifikationsstelle, hier kann ich noch Feuer löschen, falls es ausbricht. Das passiert mich dezent öfters. Eine Kommunikationsstelle und wir haben sogar was. Können wir uns aber später durchlesen. Ein Fabricator, ein Raum, wo ich halt meine Sachen habe und halt eben noch einen kleinen Raum, wo ich mein Essen habe. Ist auch ziemlich wichtig, weil verhungern ist nicht toll. Und jeder, der euch das sagt, der ist dämlich. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz abbauen. Warum geht das nicht? Ich möchte abbauen. Hallo. Also irgendwie manchmal lassen sich die Dinger nicht schlagen, als diese Melonen da. Ja, du musst dafür weiter weg. Und nicht zu weit weg sein. Das ist ein kniffliges Thema mit den Melonen. Aber die sind auch am besten. Finde ich nicht so. Ich war für Durst. Ja, für Durst auf jeden Fall sind sie gut. Mhm. Also sie brauchen viel zu lang zum Wachsen, finde ich. Du brauchst da extra ein Beet bloß für die Melonen. Ach so. Na dann hat es ja einen Sinn. Aber Leute, hier, ich finde auch die Bäumchen sind ganz gut. Da kann man auch ziemlich viel raushauen. Aber für Nahrung perfekt. Für Essen, naja. Bleiben wir mal lieber bei den Knollen, sag ich mal dazu. Für Trinken. Ja. Da bleib ich mal lieber bei den Knollen und bei den Melonen. Die bringen beides mehr. Mhm. So Leute, also für Essen soweit haben wir gesorgt. Jetzt hat noch ein bisschen was fürs Auge. Hier haben wir noch ein paar Schränke, da wo halt jetzt gerade was eingelagert ist. Noch nicht benannt, aber wir brauchten halt die zum Transportieren. Eine Batterieladestation, hier unseren schönen Krebs drinnen oder halt dann die Motti und zur Verschönerung ein Aquarium. Mit meinen Lieblingsfischis. Guck mal Leute, der ist neu, der Fischi. So, hier eine Torpedostation. Also hier hat sich jetzt großartig nichts geändert. Außer, dass sie ein paar Upgrades rein haben. Tiefen-Upgrade, das Upgrade und das Upgrade. Sonst ist eigentlich nichts Neues. Was ich bei mir Neues getan hat, ich habe den Zuchtbehälter. Ja, die Sau hat den Zuchtbehälter gefunden. Und ich suche den. Ja, Leute, wir werden den auch noch finden. Irgendwann. So, das war es jetzt alles mal zu der kleinen Rundführung meiner Base. So, wie weit bist du jetzt? 4, 6 Räume noch abbauen. Okay, Leute, ich muss noch ein paar Räumchen abbauen. Und übrigens, wir ziehen darunter 1231 Meter entfernt. Und unsere und die Kathedrale war 900 Meter tief. Ja, ja. Was brauchen wir eigentlich für ein Upgrade? Habe ich noch gar nicht geschaut. Tiefen-Upgrade, was kostet das denn, du? Warum kann ich hier kein Tiefen-Upgrade? Das erste Tiefen-Upgrade, das haben wir ja schon drinnen. Was kostet das zweite Tiefen-Upgrade? Du brauchst dafür eine extra Stelle. Du brauchst die Modifikationsstation. Habe ich doch.
Hast du mir nicht zugehört oder was, was ich hier drin hab? Nein. So ganz nicht. Ich sehe gerade, ich kann mir sogar das zweite Modul bauen. Trifft sich ganz gut, während du gerade beschäftigt bist. So, was ich dazu brauche, ist einmal Nickel. Ich habe vergessen, wie viele, also nehme ich einfach drei. Die gute alte Taktik, Leute, wenn ihr es nicht mehr wisst, einfach drei mitnehmen. Fertig. Titanbarren dürfte ich, glaube ich, noch einen einzigen haben, aber irgendwo in irgendeine Kiste reingeworfen auf die Schnelle. Da ist er ja schon. So, jetzt zweimal das hier und ich habe das Upgrade. So schnell geht das, Leute. Upgrade auf. Okay, ich habe irgendwas vergessen, wie es ausschaut. Was brauche ich denn noch? Nickelhammer. Achso, Plastschlamm muss ich noch herstellen. Und ich muss noch das Upgrade holen. Das erste. Irgendwie unlogisch, dass man so für das zweite Tiefen-Upgrade das erste Tiefen-Upgrade braucht. Ja. Aber das haben sie wahrscheinlich gemacht, dass man dich alles überspringt. Ja. So, da, Leute. Ich muss sagen, Subnautica ist ein Spiel, es macht wirklich lange Zeit Spaß, das Spiel zu spielen. Ich würde es sogar ein zweites oder drittes Mal von vorne anfangen. So, das Einzige, was jetzt hier problematisch ist, bei einem dritten Upgrade, den Plaststahl, den können wir easy herstellen. Plastbarren, irgendwas, sorry. Und eher dieses Kristallit. Das Kinit oder wie auch immer das genannt wird. Das ist das Magnet. Problem. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Nennen wir den Magnet. Mit K, Kevin, fängt es an. Dieser Ach komische so, Kram. das Teil. Okay, wir können jetzt Keine Ahnung. 1300 Meter tief. Nice! Willst du glauben, oder was? Yep. Zweiter Upgrade. Hab das nun nicht. Na, du brauchst ja erstmal Nickel und da gehen wir jetzt erstmal hin, wo du Nickel bekommst. Ah, da musst du bloß 900 Meter tief und das ist okay, da kommst du hin. Auch mit dem Standard oder brauche ich dafür das erste Upgrade? Du brauchst das erste Upgrade, auf jeden Fall. Du kommst ja bloß 500 Meter tief. Du musst mindestens 600 Meter tief. Dann muss ich das noch bauen. Hast du ja alles in deiner Basis. Ja. So, bloß unsere Energie geht auch gerade flöten wieder. Aber keine Sorge, Leute, wir haben hier oben noch ein bisschen Energie nachgetankt. Nur ein bisschen. Ich will doch auf den zugreifen und nicht da rein. So, hier haben wir noch einmal, wirklich noch ein einziges Mal, können wir 6 Batterien reinlagern. 100 passt. 100% passt. Wir warten jetzt bloß noch auf den Herrn Kevin. Dann geht das los. Ich brauche erstmal das erste Upgrade-Modul noch. Obwohl, ich kann nur noch die letzte Nachricht anhören. Rettungskapsel 2. Was ganz Neues. 200 Meter Tiefe. Das können wir rein theoretisch noch schnell holen. Während unser Kevin hier noch beschäftigt ist. Achso, 500 Meter tief. Ups. Da warten wir doch mal lieber. Bis unser Kevin fertig ist. Obwohl. Wie lange brauchst du noch? Ich baue gerade das eine Teil und danach kann ich direkt die Sachen holen für die Stufe 1. Also ich gehe gerade oben zum Zyklopen und guck, was ich dafür brauche. Kann ich dir vorsagen? Ein Plastschallbarren. Warte. Du hast dafür fürs erste Upgrade ein Plastschallbarren und drei Rubine. Ziemlich Kann günstig. ich? Gibt es ja auch ungefähr eine Modifikationsstation, ohne dass ich eine bauen muss. Du brauchst dafür keinen. Das ist bei den Zyklopen-Upgrade-Teil hinten. Du brauchst du bloß das erste Upgrade, nicht das zweite. Weiß ich, aber ich musste das gerade wieder suchen. Das ist ganz hinten bei der Maschine, wo man die Batterien eintauschen kann. Ja.
auf der anderen Seite, wo ich gerade hochgeklettert bin. Okay, Leute. Das heißt, wir werden das da hinten wahrscheinlich erst schon in der nächsten Folge beobachten gehen. Aber nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe schon mal die Zweier gefunden. Du auch? Ich glaube, ich habe die schon mal gefunden. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Kein Plan. Man schwimmt so oft in dem rum ja, und ja. sammelt Ressourcen. Leute, man muss so viel rumschwimmen. Da übersieht man so einiges und sieht man auch so einiges nicht. Und ich wurde fast vom großen Vulkan gekocht. Habe ich die Rubine eingelagert. Oh, das passiert, wenn man keine Ordnung hat. Irgendwas dagegen? Hat's. So, mal Behälter wechseln. So, da blüht unsere kleine Knolle auf 0%. Ja, Leute, man sieht, ich habe ja ziemlich viel aus dieser kleinen, aus dem kleinen Raum gemacht, was ich habe. Ich hoffe, du hast auch so viel aus dem kleinen Raum gemacht. Unten oder oben? Oben, aus dem kleinen Raum, was du zum Vorstieg hast. Hast du ja voll viel Oben? gemacht. Jo. Ich hab alles unten. Oben Eieiei. ist gar nichts. Ja, Leute. Das ist halt der typische Unterschied. Schau, ich habe eine Fischis beim Schwimmen zu. Hui. Immer Was? bin ich das Bock. Ich hab gleich das Modul. Hast. Ach so, Leute, das passiert, wenn man übrigens diesen Knopf drückt. Da geht alles zu, die Luft wird abgeschnürt. Also kommt kein Wasser rein, es ist einfach nur die Luft, was abgeschnürt wird. Dauert dann ein paar Minuten, dann geht es wieder auf. Wäre cool, wenn man das hier vielleicht da vorne hätte, nicht hier hinten, das Löschmodul. Und so kann man seine Maschine vor einem Abbrand schützen. Und sie repariert sich eigentlich so gut wie selber, außer große Schäden. Also kleine Schäden interessiert sie nicht, das macht sie halt wieder selber weg. Große Schäden musst du machen. Das man selber, manuell. So, bin fertig. Endlich. So, ich bin bei der Rettungskapsel. Er ist von der Rettungskapsel, wenn du an deiner Maschine dran bist. Das W, ein Punkt nach rechts. Die Richtung. Ja. Da geradeaus. Okay. Also wie ein Punkt nach rechts. Ja, bin ich. Wenn du dich ziemlich weit oben hältst, dann krachst du auch nirgendwo dagegen. Wie weit du aber nach vorne musst, das kann ich dir nicht so direkt sagen. Ich schätze mal 200 oder 300 Meter. Bis du halt mit der Kamera etwas tiefer schauen kannst.
Also muss gerader Weg nach unten sein. Ein gerader Weg. Ziemlich dunkel. Okay. Das Ding erinnert mich voll an ein U-Boot. Das Ding ist ein U-Boot. So siehst du auch ein Aurora-Teil. Wenn du nach unten schaust. Schon so allein vorbei. Okay. So, dann kommen die Riffrücken. Das sind sie ja schon. So. Nach so einem Riffrücken geht es dann schon dezent nach unten. So, warte. Ich bin gerade auf dem Weg, ich muss mich noch drehen. Passt schon. Ich schicke dir mal ein Bild. Ja. Na, kenne ich auf jeden Fall. Und da geht es dann langsam nach unten. In die Tiefe. Und hier ist ein Reaper. Scheiße. Ja, war hier schon immer. Ah, oh, verdammt. Du, leg dich nicht gegen mich an. Ich glaube, Benny wird aggressiv. Leg dich nicht gegen mich an oder du besuchst die anderen 7 Kerle, was ich von dir umgebracht habe, ja? Leute, das ist das erste Mal, wo ich sowas kämpfe. Also geh am besten tief runter dann, an der Stelle. No. Dass der nicht zu dir kommt. Er hat schon meine Ding beschädigt. Ich gehe mal ganz kurz reparieren. Der hat mich schon ein bisschen angemopst. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu laut. Ich muss wohl den Schleichmodus aktivieren. Du, wenn du mir gleich in Ruhe lässt, ich verspreche es dir, du gehst zu deinen toten Kumbaden wandern. Okay, Leute, also wenn der dich angreift, dann macht's ordentlich Autsch. Haben wir irgendwelche Schäden? Ne, haben wir nicht. Bleib weg, du dickes Ding. So, Leute. Da gibt es aber auch noch einen kleinen Trick, wie ihr dann das vermeiden könnt, dass er zu euch kommt. Ja, was ist? Wie weit muss ich da jetzt? Ich bin gerade bei den Riffrücken. Riffrücken? Ja, du musst noch ein Stückchen weiter und dann geht's nach unten. Wie bei dem Bild schaut das halt dann aus. So, ich gehe gerade runter. Das sind Felsdinger. Dann dürfte Wenn auch nicht, hier so. vielleicht. Was? Hier wird es dunkel, also grün. Okay, jetzt sind immer noch Rücken. So, ich bin jetzt bei den Blutranken. Okay, er ist schon weiter unten als ich. Wie tief bist du? 151 Meter. Okay, ich bin schon dezent tiefer. Die größten Ich Not mal. glaube, Die ich größten habe Not mal übersehen. Shareplay an. Ja. Okay, das habe ich nur nicht gesehen. Auf dem Bild. Düser. Also, du bist unten bei Ranken. Also unten bei Ranken, da geht Ja. es auf jeden Fall runter. Also da, wo diese Tintenfischer sind. Genau.
Dann musst du, wenn du den Eingang runtergegangen bist, nach links. Dann wird es dann kompliziert, weil dann siehst du kaum noch was. Ich bin gerade bei den Elektro. Allen. So, du hast gesagt nach links. Dann geht's immer tiefer in so eine leuchtende Höhle. Zur größten Notleuchte helfe ich Ihnen ganz kurz. Weiter runter zu finden ist halt auch nicht leicht, das muss ich schon sagen. Ich habe gerade so einen Elektroall gerammt. Der gibt dir übrigens Energie. Unbeschädigt mein Schiff. Da steht bloß Dotten, aber schau auf deinen Lebensbalken. So Leute, wir sind hier unten beim Fluss. Der hat's beschädigt, es kommt Wasser rein. Also oben ist ein Leck, was ich von außen reparieren muss. Es ging bei dir dezent schnell. Also kommt Batterie. Vielleicht weil ich ihn gerade im mittleren Turbogang gerammt habe. Okay, Leute. Also ich werde auf jeden Fall den Reaper dort besiegen, einfach bei einem Skelett, dann können wir mal ein Skelett bauen. Hey, du meinst Ghost Leviathan? Ghost Leviathan, tut mir leid. Hier werde ich da besiegen auf jeden Fall. Jo, meine lieben kleinen Bros, wir sind jetzt angekommen und ich verabschiede mich auch hiermit. Die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Subnautica. Joi, bis denne!